An alle Schwangere, Challenge für eure Männer. Prego Workout. Lea, wir bekommen voll viele Kommentare unter unseren Videos, wie oder bis zu welchem Zeitpunkt man maximal Sport machen darf. Gibt es da irgendwie eine Faustregel oder? Theoretisch könnt ihr Sport machen bis kurz vor der Geburt. Und natürlich entsprechend angepasst. Ihr solltet jetzt keine krassen High-Intensive-Workouts noch kurz vor der Geburt machen. Ich würde Sprünge nicht so empfehlen in den Übungen, gerade weil am Anfang muss sich das Kind erstmal auch richtig einnisten, richtig in der Gebärmutter. Und gerade da sollte man dann irgendwie Übungen mit Sprüngen vermeiden auf jeden Fall. Wir haben ja auch zum Beispiel Kickboxen in der Schwangerschaft gemacht. Hat den Bauch einfach ausgelassen. Genau, also dann natürlich keine Schläge irgendwie zum Bauch machen, auf keinen Fall. Aber sonst kann man ganz normal sein Training weiterführen. Dürfen Schwangere also dann Bauchmuskeltraining machen oder sollten die Bauchmuskeltraining machen? Also wenn die so hochschwanger sind wie du jetzt, dann auf keinen Fall solltet ihr definitiv keine geraden Bauchmuskeln trainieren. Also die Bauchmuskeln, die hier vorne sind, die geraden, könnt ihr bis zur 20. Schwangerschaftswoche ungefähr trainieren. Dann gehen die Bauchmuskeln zur Seite, weil der Bauch größer wird und der Bauch Platz braucht, weichen die Bauchmuskeln dann zur Seite hin. Und dann solltet ihr die auch nicht mehr trainieren. Werdet ihr dann auch nicht mehr können. Es wird sich super unnatürlich und unangenehm anfühlen. Was ihr aber auf jeden Fall machen könnt, ist die seitliche Bauchmuskel trainieren. Das ist gar kein Problem. Können wir mal eine Übung zusammen machen? Ja, let's go. Hier nach oben und nach unten. Sollt ihr genauso. Okay. Für alle Eltern und solche, die es werden wollen, folgt unbedingt dem Kanal, denn Lea, die Personal Trainerin von Kati, beantwortet uns super viele Fragen zum Thema Sport in der Schwangerschaft. Viel Spaß! Also in dieser liegenden Position merke ich auf jeden Fall, dass meine Atmung einfach platt ist. Wie macht ihr das Atmung-Thema? Ja, also ich musste wesentlich mehr Pausen machen und ich mache die auch einfach beim Sport, wenn ich denke, mir bleibt die Luft einfach weg. Vor allem einfach auch während der Übung auf die Atmung achten und bewusst ein- und ausatmen und sich den Sauerstoff holen, den man braucht. Generell auch auf jeden Fall auf seinen Körper hören. Also ich meine, da wächst ein Kind in euch. Also dass man nicht das gleiche Level an Sport machen kann, wie man das vorher der Schwangerschaft gemacht hat, ist vollkommen normal. Also da definitiv immer auf den Körper hören und sobald er dir irgendwie Zeichen gibt, schwindelig oder einfach außer Atem, außer Puste, man fühlt sich unwohl, dann definitiv abbrechen. Nächste Frage, die einige sich stellen, ist so Thema Wiederholungsanzahl und wie oft soll ich welche Übung machen? Das ist, glaube ich, genau wie beim Atmen, so wie man es fühlt. Also wenn man denkt, boah, da geht noch was und ich habe noch Luft für noch ein paar Wiederholungen, dann gerne. Aber wenn man denkt, boah, das geht mir jetzt gerade irgendwie oder das wird mir viel zu viel, Pause machen. Wenn man vorher halt auch irgendwie zum Beispiel im Fitnessstudio schon so Krafttraining gemacht hat oder so und da eine gewisse Anzahl an Wiederholungen immer hatte, meistens also so 8 bis 12 Wiederholungen, dann kann man das auf jeden Fall versuchen so beizubehalten, wenn der Körper das mitmacht. Und dann könnt ihr einfach euer Gewicht zum Beispiel ein bisschen anpassen, ein bisschen runtergehen mit dem Gewicht. Was macht ihr mit meinen Händen? Einfach auf den Körper hören, ein bisschen anpassen, dann sollte das immer funktionieren. Tilda fragt, ist es anstrengender mit Babybauch oder allgemein in der Schwangerschaft in den letzten Wochen zu trainieren? Ich würde die Frage direkt mal an dich weitergeben. Auf jeden Fall. Vor allem nicht nur in den letzten Wochen, sondern ich fand das auch am Anfang der Schwangerschaft einfach anstrengender als sonst, weil ich total müde war und so am liebsten die ganze Zeit nur rumgelegen hätte. Und manche haben ja dann auch mit so Gelüsten und irgendwie Übelkeit zu kämpfen. Ich nicht. Du nicht. Also für mich war das alles easy. Doch, auf jeden Fall ist anstrengender. Haben wir auch während des Trainings immer versucht, dann mehr Pausen zu machen, ne, damit du wieder durchatmen konntest und so. Also das hat man schon gemerkt, so im Vergleich zu bevor du schwanger warst, war das schon auf jeden Fall ein Unterschied. Aber. Und Tilda? War natürlich Spaß von mir. Ich kann das absolut bestätigen, mit so ein paar Kilos hier vorne dran Workout zu machen, ist schon echt heavy. Was gibt es für No-Go-Übungen bei Sport in der Schwangerschaft? No-Gos so generell solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass eure Herzfrequenz einfach nicht so hoch geht, weil das ist auch immer Stress für den Körper, was natürlich auch auf das Baby übertragen wird. Dann gibt es so das Thema Bauchmuskulatur. So viele Schwangere wünschen sich dann ja auch noch den straffen Bauch nach der Schwangerschaft. Ihr könnt eure Bauchmuskeln aber während der Schwangerschaft nur eingeschränkt trainieren. Also ihr habt eure geraden Bauchmuskeln, könnt ihr bis zur 20. Schwangerschaftswoche auf jeden Fall trainieren. Ab dann solltet ihr damit aufhören, weil die dann Platz machen für den Bauch, der kommt. Eure seitlichen Bauchmuskeln könnt ihr definitiv immer trainieren, das ist gar kein Problem. Thema Erschütterung ist auf jeden Fall auch ein Thema.
Thema. Also nichts irgendwie mit großen Sprüngen oder sowas machen. Gerade am Anfang nistet sich der Embryo auch erstmal in der Gebärmutter ein und braucht dafür so eine gewisse Ruhe. Und dann irgendwie Sprünge zu machen, ist nicht so gut. Und genauso wie zum Beispiel beim Kickboxen. Wenn wir Kickboxen gemacht haben, haben wir natürlich dann, sobald du schwanger warst, Schläge zum Bauch vermieden, Kicks zum Bauch vermieden. Genau, das natürlich auch auf keinen Fall machen. Liebe Ezra, du hast Angst, was falsch zu machen und traust dich eventuell noch nicht so ganz ins Gym, Lea. Wenn du dich nicht ganz traust und da eh schon Angst vor hast, würde ich das gar nicht erst machen. Dann mach einfach zum Beispiel bei YouTube irgendwelche Schwangerschafts-Workouts, da gibt es super viel. Wir haben auch schon ein paar aufgenommen und auf dem Kanal geteilt. Dann fühlst du dich generell einfach sicherer und musst nicht noch extra diese Hürde gehen, jetzt gerade ins Fitnessstudio zu gehen. Und vielleicht als kleine Empfehlung von Patricia Kraft, die hat richtig viele coole Prego-Workouts, also sowohl ein bisschen anspruchsvoller und lang oder auch kurze, und von der mache ich wirklich total gerne viele Workouts. Patricia, ich mache deine Workouts nicht so gerne. Atemtechniken bei Sport in der Schwangerschaft. Lea, was machen wir da? Generell auf die Atemtechnik zu achten, tief in den Bauch einzuatmen, ist super wichtig, gerade auch bei verschiedenen Übungen für die Sauerstoffversorgung von Mama und von Kind. Und deshalb da auf jeden Fall immer darauf achten, dass ihr nicht irgendwie auch aufhört zu atmen, was ja auch schon mal schnell passiert in so einer Übung, wenn man sich konzentriert, sondern regelmäßig weiter tief ein- und auszuatmen. Generell hat man ja auch als Geburtsvorbereitung, ne, macht man ja oft so Atemübungen. Ja, auf jeden Fall, genau. Also Atmung ist eigentlich in der ganzen Schwangerschaft ein Thema. Gerade jetzt kurz vor der Geburt, da gibt es ja dann auch verschiedene Theorien, wie man während der Geburt in welcher Phase auch immer atmen sollte oder wie was hilft. Deshalb ist das eigentlich ganz cool, das schon im Training so ein bisschen zu trainieren, darauf zu achten und das zu kontrollieren, einfach als Vorbereitung auf die Geburt. Lena, danke für dein Abo. Du hast mich gefragt, ob es weh tut, mit schwangerem Babybauch Sport zu machen, und mir hat es auf jeden Fall nicht wehgetan. Das wäre auch dann, glaube ich, falsch. Also das würde gar keinen Sinn machen, wenn etwas weh tut, damit weiterzumachen. Was ich auf jeden Fall bekomme, ist einen harten Bauch, aber den bekomme ich auch unabhängig von Sport. Und wenn der hart wird, dann habe ich auch so ein ganz dringendes Körpergefühl, einfach Kurzpause zu machen und auch nicht weiter zu laufen, wenn ich einfach irgendwo nur irgendwo hinlaufe. Und dann mache ich definitiv auch Pause während meiner Workouts. Aber dass da irgendwas wehtut, da würde ich direkt mit aufhören. Lea, wie ist das eigentlich, wenn man vor der Schwangerschaft nie Sport gemacht hat, aber jetzt in der Schwangerschaft denkt, warum nicht, und damit anfangen möchte? Könnt ihr auf jeden Fall. Sport in der Schwangerschaft ist immer gut, nicht nur für euch selber oder für die schwangere Frau, sondern auch für das Kind definitiv. Ich würde dann jetzt nicht direkt mit einem Sport anfangen, der ich irgendwie komplett überfordert, der irgendwie so ist wie Kickboxen zum Beispiel, so komplett von Null zu starten oder irgendwelche krassen Kraftübungen irgendwie zu machen, sondern da eher ein bisschen locker starten. Ihr könnt super gut mit so Sportbändern zum Beispiel arbeiten oder andere eigene Körpergewichtsübungen machen. Und auch wenn ihr vor der Schwangerschaft nie Sport gemacht habt, könnt ihr definitiv in der Schwangerschaft mit Sport starten.